Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Ich weiß, ich sehe gerade so aus, als wenn ich hier 10 Tage durchgemacht habe, fühle mich auch so, aber ich schaffe es trotzdem noch eine kleine Runde für euch aufzunehmen. Gestern hatte ich ja so ein kleines News-Video gemacht und viele haben dann gefragt, wie man ARK aus dem Store downloaden kann. Ich habe gerade selbst reingeguckt, ich habe jetzt über die Handy-App reingeschaut, also momentan. Wir haben noch den 12., also laut meiner Uhr da vorne haben wir noch den 12. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon geändert haben, aber ARK war nicht im Store gewesen. Keiner weiß, woran es liegt. Es wird höchstwahrscheinlich einen neuen Update liegen, was ja auch noch nicht rausgekommen ist. Irgendwie gab es da bei Sony so ein paar Komplikationen. Die Entwickler haben mir auf Twitter schon geschrieben. Ja, sie haben es zwar abgegeben, alles drum und dran, die Kontrolle von Sony, die hat etwas länger gedauert und jetzt ist ARK komplett aus dem Store raus. Ich weiß nicht, ob es wieder drin ist, aber irgendwie waren da anscheinend ein paar Fehler gewesen. Werdet euch auf dem Laufenden halten, vielleicht ist es jetzt auch schon anders, vielleicht ist das Update schon gekommen. Also, die haben geschrieben, ja, wir haben schon gesagt, das Update kommt, aber jedes Mal, wenn sie es sagen, dann ist dem nicht so und sie können jetzt nichts mehr versprechen. Sie haben vorgestern morgen gesagt und haben gestern morgen gesagt, wenn es jetzt raus ist, ist ja schon ganz geil, aber man kann sich darauf jetzt nicht mehr verlassen und das ist ein bisschen kacke. Gerade wenn ich euch irgendwelche Daten rausgebe, also Daten in dem Sinne, ich gebe euch ein Datum und ja, denn geht's auf mich zurück. Ja, das ist doch gar nicht gekommen, du hast voll gelogen und so. Ich kann da auch nichts für. So, wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte euch heute was zeigen. Also, ich wollte heute in die Zwiebelbasis, Freunde. Wir gehen heute in die Zwiebelbasis und ich bin schon auf dem Weg dorthin. Vielleicht treffen wir unterwegs noch ein paar gemütsame Leute. Wir können ja mal kurz gucken. Leider... keiner online, den ich jetzt momentan kennen würde. Ich gehe jetzt mal eine Runde und mal gucken, vielleicht treffen wir irgendwas. Ansonsten gehen wir mal in die Zwiebelbasis. Ganz vergessen, Freunde, ihr wundert euch bestimmt, warum rennt er hier mit einem Allosaurus rum? Den hatte ich, glaube ich, vorgestern. Vorgestern habe ich den gefangen, wollte eigentlich ein Video zu machen. Aber als ich dann das Video fertig hatte, war der Sound nicht da. Also ich hatte zwar das Video, man hat auch mein Geplapper drauf gesehen, aber nur die Kamera, also die ihr gerade guckt, die hatte zwar den Ton aufgenommen, aber ja, ihr wisst, Kamerasound und von dem Ding, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und da wollte ich euch nicht so einen spuckigen Sound reinhauen. Deswegen lieber mit dem Ding als mit dem Ding. Mann, hör doch mal auf zu kacken hier. Hallo, bist du zu Hause? Ob da überhaupt noch einer wohnt? Ich guck mal. Immer offline. Sogar mit PIN. Warte mal, ich hab eine Idee. Hätte ja sein können, also manchmal klappt das. Ich habe jetzt schon viele Türen gehabt, wo ich einfach nur 1, 2, 3, 4 eingegeben habe und da war ich drinne. Wäre jetzt auch lustig geworden, wenn es wieder so wäre. Also Leute, denkt dran, macht nie den PIN 1, 2, 3, 4. Das teste ich immer. Oder 1, 2, 3, 5. Nee, warum muss 4 zahlen? Hm? Merken. So. Ich hoffe jetzt nicht, dass da einer rausgetrampelt kommt. Sonst habe ich einen Batzen. Nicht mit meinem... Nein! Hau ab! Hau ab! Mann, lass mir doch mal in Ruhe. Ich muss mal ganz kurz Ausdauer tanken. Noch hat mich ja ein Glück keiner gesehen. Hallo. Was würde jetzt eigentlich passieren? Ich habe keine Raketen. Doch, ich habe 11 Raketen mit. Nein, ich mach's natürlich nicht. Also mit einem einzelnen Allosaurus, das würde ich jetzt hier nicht probieren wollen. So, ich gehe jetzt aber mal weiter, ohne weiter zu... Ich gehe jetzt mal weiter, ohne rum zu quatschen. Nicht wundern, dass ich immer hochgucke. Windows gibt nochmal lustige Sounds ab. Die hört ihr nicht, aber ich höre sie die ganze Zeit. Ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, was Windows sich immer denkt mit ihren scheiß Updates jedes Mal. Und dass jedes Mal irgend so ein blödes Blum-Geräusch kommt. Microsoft will mich einfach nur ärgern, weil ich das auf der PlayStation spiele. Übrigens, wo wir gerade sagen, Microsoft. Ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, die neue Xbox, die heißt jetzt, also Xbox One, die heißt ja jetzt nicht mehr Scorpio, sondern X. Ne? Und ich habe gesehen, die soll ja jetzt, glaube ich, Ende des Jahres, weiß nicht, November, Oktober, in dem Dreh, keine Ahnung, habe ich nicht so genau aufgepasst. Aber ich habe mir mal die technischen Details von dieser Konsole mal ein bisschen durch den Kopf fliegen lassen. Und ja,
Ihr wisst, das ist eine 4K-Konsole. Ihr wisst, gut, manche wissen es, dass es eine 6 Teraflops-Konsole ist. Teraflops ist halt die Geschwindigkeit von der Konsole im Allgemeinen, wie viel sie berechnen kann. Und sie ist bedeutend schneller als die PlayStation Pro. Bedeutend schneller, ne? Und mal schauen, wie es Ende des Jahres aussieht. Es wird ja auch Ark darauf rauskommen. Es wird eins der Launch-Titel sein. Und wenn die Xbox das schafft, dieses Spiel in, sagen wir, 1080p auf Epic-Einstellung vom PC, also von der Grafikeinstellung, also das ja, sorry, ich hab eine Fussel im Auge, die PlayStation-Version, also ich bin jetzt auf der PlayStation Pro, ist ja 1080p und zwischen 40 und 60 FPS hat die hier drauf. Bei der normalen PlayStation ist es 720p die Auflösung, 30 bis 35 FPS. Außer man stellt es runter, dann hat man um die 40. Oh, hallo, Fisch. Der war ziemlich bunt. Der Witz an der ganzen Sache ist, die neue Xbox, ne, von der Leistung her, schafft sie das Spiel in 4K. Ohne Witz jetzt. Normalerweise, macht ihr mal einen Trick hier. So. Die Konsole schafft dieses Spiel in 4K und auf High-Einstellungen. Auf der PlayStation, gerade jetzt auf der PlayStation Pro, ist es, wenn ihr das auf PC spielt, die Grafik genau so einstellt, auf Medium. Die, man müsste mir alles im Weg stellen hier. Auf der neuen Xbox könnt ihr auf 1080p sozusagen von der Rechenleistung her die Grafik von der PC-Version auf Epic haben. Das ist durchaus höher als das, was wir da sehen. Und ich denke mir, dass ich das auf der Xbox auch anspielen werde. Ich weiß, es gibt jetzt einige Leute, oh, PlayStation, ich bleib auf PlayStation. Mir geht es im Endeffekt nie um die Konsole. Das ist der Fakt dran. Mir geht es immer nur um die Spiele, man will die Spiele spielen. Gut, Grafik ist auch nicht alles, aber ne, wenn das Spiel weiter so rumbuggt, ich hoffe natürlich nicht, weil irgendwann soll ja auch am 8.8. die finale Version rauskommen. Ich hoffe, dass es dann einiges noch, ja, gerade biegen. Aber wenn es auf der Xbox so gut läuft, ne, dann überlegt man sich wirklich schon, es auf Xbox zu spielen. Ich weiß, einige sagen jetzt, ja, das kann man doch auf dem PC auch spielen, alles drum und dran. Aber, mir geht es ja nur um Ark, großteils. Wenn ihr zum Beispiel Ark auf Epic-Einstellung haben wollt, ne? Und sagen wir, auf Epic-Einstellung 60 FPS oder sogar in 4K, ne? Dann bräuchtet ihr einen PC, sagen wir es mal so, im Preissegment zwischen 800 und 1200 Euro. Die Xbox kostet 500 Euro. Natürlich kann man darauf nur Spiele spielen und Blu-rays gucken und sowas drum und dran. Alter, die Ausdauer von dem Vieh, ne? Aber das ist halt das Ding dran. 4K-Spiele für 500 Euro, ne? Das ist besser, ja, als wenn ich alleine nur, sagen wir es mal, Grafikkarte GTX 1060 ist ja alleine schon 250 Euro. Nur die Grafikkarte. Ne? Und dann halt auch noch ein Prozessor und der RAM, der das ja hinbiegen kann, dass das Spiel in 4K läuft. Ich meine, mein Rechner hat eine GTX 980, ja, 980 Ti. Ich habe einen i7-Prozessor mit 4,2 GHz im Turbo Boost. Und ja, der schafft Ark immer noch nicht auf Epic-Einstellung. Hier war doch eben irgendwas, ne? Ja. Das ist halt das Ding. Da überlegt man sich, okay, eine Spielekonsole, die das Spiel schafft und ein PC, der das nicht schafft, ne? Mann, die Ausdauer von dem Vieh. So, weiter geht's. Ich muss jetzt Ewigkeiten warten, bis der die Ausdauer aufladen. Ich weiß, es gibt viele Leute, ne, die sich halt bloß auf die Konsole selbst, also auf die Marke, ne, also nur auf die Marke beziehen. Ja, ich bin Xbox-Fan, ich bin PlayStation-Fan. Mir ist das relativ. Mir ist das alles eigentlich scheißegal. Ich guck drauf, wo die Spiele am besten laufen und wo es natürlich am meisten Spiele gibt. Momentan hat Sony mit den Spielen momentan die Nase voll. Aber was spiele ich denn jetzt großteils? Ab und zu mal ein paar kleine Games und Nintendo Switch und auf der PlayStation momentan Ark. Also muss man sich auch großteils überlegen, was hat man, worauf spielt man? Natürlich, der Server wird noch laufen. Also es ist ja noch
ein halbes Jahr hin, bis hier was geschieht. Aber wenn das wirklich so gut wird und ich dadurch auch, sagen wir es mal so, nicht nur grafisch, sondern auch videotechnisch... Oh, ich habe mich noch nie gefangen da unten. Also videotechnisch bessere Videos machen kann, also von der Qualität her, macht sich natürlich so ein Xbox viel besser. Also die neue, nicht die alte. Die alte Xbox One hatte ich eine Weile gehabt, aber hab sie nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. War das Spiele-Lineup war mir zu schlecht gewesen und ich habe ja auch Ark drauf gespielt, aber das ist nicht so fluffig drauf gelaufen. Liebe Xbox-Spieler, ich will euch nicht angreifen damit, aber ihr müsst ehrlich sein. Also Ark läuft da drauf nicht sehr super. Und das hat mich ein bisschen gestört. Alter, was ist denn mit der Ausdauer? Das ist sowas von nervig bei dem Vieh. Ich dachte mir, okay, gehst du heute mal mit dem Alu ein bisschen spazieren. Aber das ist so eine Qual, weil die Ausdauer sowas von schlecht ist. Und ich bin jetzt schon, ja, gut über 1000. Ich brauche trotzdem mehr Nahkampfschaden hier. So. So, müsst aber... Ja, auf jetzt, du hast eben gerade gemiauzt. Wir sind aber gleich da, Freunde. Wir sind gleich... Oh, jetzt bleibt der Baum hängen. Wir sind gleich beim... Wie soll man das sagen? Zwiebeltower? Jetzt bei der Zwiebelbase. So, Freunde, da sind wir. Und da vorne kommt auch schon jemand. Ich gehe mal ganz kurz einen kleinen Schritt beiseite. Denn ich will ja hier kein Chaos verursachen. Ach komm, ich gebe es zu. Na? Die haben sich jetzt bestimmt erschreckt. Okay, da kommt ein Allosaurus. Ich gebe es zu. Ich bin jetzt beim Zwiebeltribe. Also ich bin jetzt bei Wir sind Zwiebel. Liegt da dran. Ich will was lernen in diesem Spiel. Das heißt, taktische Dinge und sowas, alles, was ihr wisst. Die Zwiebel kann sowas, ne? Also ich will mich erstmal in der Basis umgucken. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum bist denn du jetzt da hingegangen? Jetzt machst du auch noch den Terror mit. Ja. Ich bin scharf drauf, Leute. Ich bin scharf drauf, ein bisschen Krach zu machen. Ja, ja, da hüpfst du, ne? Da freust du dich. Alter, das ruckelt in dieser Base. Alter, deine Kacke kam gerade fünfmal aus dir raus. Ja, aber Dino, ich habe dir noch gar keinen Namen gegeben. Ich will mich mal ein bisschen umgucken hier. Schau mal. Alter, guck dir mal das Ding an. Und, achso, bevor wir jetzt da noch weiter eingehen. Es sind bald wieder Plätze frei, denn... Hallo? Ach! Guck einer an. Ja, es sind bald wieder ein paar Plätze frei, denn es gab wieder eine Leute, die haben Pipi in Augen gehabt, weil sie über den Haufen gedroschen wurden. Es ist ja ein PvP-Server, ne? Und die meisten weinen immer recht gerne, wenn sie mal angegriffen werden und so. Und deswegen sind bald wieder Plätze frei. Ich sag euch, wann. Ne? Nicht gleich wieder schreiben, kann ich mitmachen. Wenn irgendeiner drunter schreibt, kann ich mitmachen, auch wenn es nur Spaß ist, der wird nie dabei sein. So. Weil das auf Dauer natürlich nervt. Weil das selbst unter Minecraft-Videos wird das drunter geschrieben. Kann ich bei Ark mitmachen? Einfach nur permanent nerven. So. Und das stinkt einen nach einer Weile an. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das habe ich dann schon mal erklärt. Wenn ihr von der Schule kommt und eure Eltern euch 10-mal am Tag fragen, hast du die Hausaufgaben schon gemacht? Ihr wisst, wie das nervt. Und genauso ist es auch bloß, dass es tausende Leute am Tag machen. Ja. Ich geh da gleich mal reingucken. Ich will bloß mal... Alter, das ist eine Basis, ne? Aber ich muss euch schon sagen, hier, gerade da... Das ist mächtig. Also ich glaube, hier kommt kein Schwein rein. An alle da draußen, also die auf dem Server sind, ne? Versucht bitte, diese Basis anzugreifen. Versucht es bitte. Und, achso, manche fragen immer wieder... Ja, könntest du nicht mal Allianzen anschalten, dass man sich Allianzen machen kann? Leute, ich muss euch das mal so erklären. Ihr habt, ihr kennt ja diesen Offline-Schutz, ne? Sobald, also dieses Offline-Raid-Schutz, sobald der an ist, kann man keine Allianzen mehr einstellen. Entweder der Offline-Schutz kommt weg und ihr könnt Allianzen gründen, oder es bleibt so, wie es ist und ihr müsst so euch zusammensammeln. Müsst ihr bloß aufpassen, dass ihr euch nicht gegenseitig über den Haufen schießt, ne? Das ist natürlich das eine Ding. Ja, oh Gott. Ich gucke hier gleich mal rein. Ich will von außen mal so eine kleine Runde drehen. Ihr wisst ja noch, wo wir das Ding angegriffen haben. Da war das da hinten offen und, ne? Da haben wir ordentlich einen reingesammelt. Und da waren hier großteils auch alle Tiere tot. Ist jetzt aber bis unten alles zu.
zwecks taktischen Dingen, was dahinter noch alles ist, sage ich euch nicht. Ich weiß es schon, weil ihr wisst ja, ich kann nicht alles verraten, ne? Ja, an Tier ist erstmal gut gesorgt. Ihr habt gesehen, die Bewaffnung da vorne. Und wir, der Tribe hier an sich wird auch noch weiter raiden. Das heißt, es werden große Angriffe geplant. Ich habe momentan diese 10-Minuten-Regelung gemacht. Das heißt, wenn unser Tribe angreift und die anderen stellen sich offline, machen wir die ganze Basis weg. Also, wenn wir mitkriegen, dass sich der Tribe verteidigt, passiert nicht so viel. Wenn sie aber auf einmal alle offline gehen, dann kann es passieren, dass die ganze Basis weggemacht wird. Weil dieses einfach offline gehen und warten, oh, lässt sie die 10 Minuten vorbei, oh, dann können sie nichts kaputt machen. Das ist kacke. Das finde ich echt kacke. Aber ich habe es heute auch schon mitgekriegt. Wollte in so eine kleine Basis mal reindreschen, ist gleich offline gegangen, 10 Minuten war es weg. Ich wusste ganz genau, okay, wenn er vor der Tür steht, gehen sie raus. Und das versuche ich damit zu verhindern. Erstmal, dass ihr in den Videos mehr Spaß dran habt, dass ihr auch mal Raids sehen könnt. Und natürlich an uns, weil wir auch damit ein bisschen Action haben. So, die haben zwei Schmelzöfen. Fabricator haben sie genug. Alter, was ist denn das bitte für eine Base? Die meisten haben meckert, die fühlen sich auf wie der Alpha Tribe. Das ist der Alpha Tribe, Freunde. Wenn das neue Update kommt, werden uns auch damit beschäftigen, auch wieder Tiere zu fangen. Das heißt, die neuen Dinosaurier, die sind ja ganz hilfreich. Die werden wir uns natürlich auch besorgen. Da oben hat irgendwas gekackt. Ich muss mal gucken, wo die zweite Etage ist. Ich kenne mich noch nicht aus, ich hätte hier noch keinen Rundgang gehabt. Und ja, da stehst du rum, ne? Schauen wir mal ganz kurz, wo. Alter, ich dachte, da kommt ein Kothaufen durch die Wand. Das ist aber nur ein T-Rex. Hier ist aber noch viel Stein, ne? Wer liegt denn hier rum? Die Zwiebel. Ey, warte mal. Der hat cool. Alter! Wo hast du den her? Er hat mir zwar eine Nachricht geschrieben, wo er gesagt hat, dass er vielen geilen Scheiß aus den Drops bekommen hat. War leider nur blau. Alter, den will ich haben. Oder habt ihr einen Blueprint von dem Scheiß gefunden? Wo habt ihr eure Blueprints? Was ist das hier? Ich guck mal einfach hier rein. Bin gerade verzweifelt auf der Suche, ob das Ding ein Blueprint ist oder ob er das aus einem Alpha-Tier bekommen hat. Das wäre natürlich urstgeil, ne? Nee, ich glaube, hier brauche ich jetzt gar nicht reingucken. An der Farbe sehe ich schon. Nee, schwarz. Ich dachte, wenn es pink ist, dann wird das die Dame des Hauses sein, aber. Ja, wo sind eure Blueprints? Ich will gucken, Freunde. Ich will gucken. Ich will sehen, was hier alles. Dann muss ich mich ums Crafting nicht kümmern, wenn der ganze Scheiß schon da ist. Alter, die haben. Fachmännische Flossen habt ihr schon. Na gut, du musst immer bedenken, die rocken ja. Also bis jetzt haben sie auf dem Server eigentlich alles niedergemacht, ne? Also egal, ob es Alpha-Tiere sind oder sonst was, das ist. Innerhalb von Minuten ist das alles weg. Aber mein Allosaurus ist besser als eurer. Aber warte mal, wo waren denn jetzt Allosaurus? Ich muss mal einen kleinen Check machen, wer von uns hier den besten Allosaurus hat. Meiner war echt Zufall. Meiner war so ein scheiß Zufall. Den hatte ich über einer Höhle gefunden. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie den Höhlenboost bekommen hat, nur weil er oben drüber stand. Auf jeden Fall, nein, ich habe ihn nicht mit 237 bekommen, sondern mit guten 135, also im Level. 135 hatte er und das ist schon echt merkwürdig, weil die Außenlevel-Obergrenze ist Level 120 und in Höhlen ab 150 aufwärts. Deswegen war das echt merkwürdig, dass ich den bekommen habe. Und du kannst, glaube ich, nochmal ein Level vertragen, oder? Mach dich mal ganz kurz hier. Ich mach dich noch auf Nahkampfschaden, komm. Ein kleines bisschen. Ja, da freust du dich, ne? Ich guck mal, da oben geht's hoch. Pass mal auf. Hier ist noch eine Turret. Betreten verboten. Nein. So, guck mal oben nochmal hin. Hier ist dann noch ein Tor. Und hier ist anscheinend der Fuhrpark für die Flugzeuge. Ich habe immer noch kein Flugtier. Ich weiß nicht, wo das liegt. Ich bin ehrlich gesagt auch viel zu faul, mir ein Flugtier zu holen, weil ich eh nur auf dem Boden rumkrauche. Ich bin wie so eine fette Schnecke. So, Tür auf. Tür zu. Alter, was? Guck dir das mal an, wie viele X-Pflanzen überall rum sind. Da sind noch Mistkäfer. Da ist noch ein Wo geht das denn jetzt hier lang?
Stehen nur irgendwelche Viecher im Weg. Na? Kaki! Guck mal, das Freunde, das ist Kaki. Aber das kann ich immer. Ich weiß, viele von euch kennen das. Aber manche halt noch nicht. Wenn ich jetzt bei Kaki hingehe und dem Stimbären reindresche. Der kackt ja die ganze Zeit. Oh, das nehmen wir gleich mal mit. Das ist nämlich Kaki, okay. Auch nicht schlechter Name, passt irgendwie zu ihm. Den müsste, glaube ich, mit dem Bierfass oder so musste man den fangen. Glaube ich, so war das. Kann euch jetzt hier keine genauen Auskünfte geben. So, mein Freund, du hast schon Dünger in dir. Was hast du? Du hast auch schon. Boah, ich gebe dir jetzt einfach ein bisschen Kacke. Da ist noch so ein Turm. So, an alle Spieler, die hier auf dem Server sind, bitte greift an. Oder versucht es zumindest. Also wir hatten ja schon einmal die Eier in der Hose, da anzugreifen. Hat zwar nicht allzu viel gebracht, aber es hat trotzdem geklappt. Oh, Quetzei, hallo. So, das zum kleinen Basisrundgang. Kriege werden, denke ich mal, meistens am Wochenende sein, weil so haben die Leute meist zu wenig Zeit. Ihr seht schon, ich bin jetzt 0:10 ist es jetzt gerade bei mir geworden. Und da ist immer recht wenig los. Am Wochenende, da sind abends mehr Leute online, da macht das, glaube ich, ein kleines bisschen mehr Sinn, da auch ein Raid anzufangen. Weil, ich meine, in der Woche meistens Schüler, Leute arbeiten und so weiter und so fort. Ich arbeite ja auch, aber nachmittags bis abends, also bis 23 Uhr bin ich meistens weg und dann fange ich erst an mit den Aufnahmen. Deswegen werdet ihr da nicht so viel erleben. Am Wochenende, dieses weiß ich noch nicht, aber ich denke mal, einen Tag am Wochenende, da gibt es wieder Schrittchen auf die Fresse. So, Freunde, ich mache jetzt mal Folgenpäuschen. Ich danke euch trotzdem vielmals fürs Zuschauen. Sorry, dass nicht jeden Tag Raid ist, aber es wird bald wieder was kommen. So, denn haut rein, macht's gut. Ciao.